Was denkst du? Lernen wir nur durch direkte Erfahrung oder auch durch das Beobachten anderer? Der Psychologe Albert Bandura hat sich ein interessantes Experiment ausgedacht, um genau diese Frage zu beantworten und eine Theorie aufzustellen. Bandura entwickelte die Theorie des sozialen Lernens in den 1960er Jahren. In dieser Zeit dominierten Wissenschaftler, die Banduras Theorie nicht glaubten. Sie waren der Meinung, dass Lernen immer die Folge von klassischer und operanter Konditionierung ist. Um zu beweisen, dass Kinder durch reine Beobachtung lernen können, führte Bandura die Bobo-Puppen-Experimente durch. Eine Reihe umstrittener Studien, an denen Vorschulkinder, erwachsene Akteure und eine aufrecht stehende Schlagpuppe beteiligt waren. Im ersten Versuch des Experiments saßen die Kinder allein in einer Ecke des Raums. Von dort aus beobachteten sie einen erwachsenen Schauspieler, der die Bobo-Puppe etwa 10 Minuten lang aggressiv trat und beschimpfte. Danach wurde dasselbe Kind in ein anderes Spielzimmer gebracht, wo ein anderer Erwachsener das Kind absichtlich frustrierte, indem er ihm das Spielzeug wegnahm, mit dem es gerade beschäftigt war. Das frustrierte Kind wurde dann wieder in das Zimmer mit der Bobo-Puppe gebracht, wo Bandura und sein Team die folgenden 3 Beobachtungen machten. Erstens. Kinder, die zunächst sahen, wie der Erwachsene die Puppe schlug, ahmten das Verhalten häufig nach. Zweitens. Jungen taten dies 3-mal so häufig. Drittens. Jungen wiederholten das Verhalten doppelt so oft, wenn sie einen Mann dabei beobachteten, im Gegensatz zu Jungen, die einen weiblichen Akteur beobachteten. Mädchen wurden auch stärker von gleichgeschlechtlichen Vorbildern beeinflusst. Um herauszufinden, ob Filme die gleiche Wirkung haben, ließ Bandura einige Kinder das Modell live sehen, andere sahen es auf Video oder als Zeichentrickfilm. Da alle 3 Gruppen ähnliche Reaktionen zeigten, kam Bandura zu dem Schluss, dass Kinder andere nachahmen, unabhängig davon, wo sie das Verhalten gesehen haben. In der letzten Variante der Experimente wollte Bandura wissen, ob sich die Kinder anders verhalten würden, wenn die Modelle für ihr Verhalten gegenüber der Puppe bestärkt oder bestraft wurden. Nun sahen die Kinder zunächst, wie der Schauspieler die Puppe schlug und beobachteten dann, wie ein anderer Erwachsener den Raum betrat. Dieser zweite Erwachsene würde dann auf den Schauspieler reagieren. Diese letzten Ergebnisse zeigten, dass es für die Kinder keinen großen Unterschied machte, ob der Angreifer gelobt wurde oder nicht. Allerdings zeigten die Kinder, die sahen, dass das Modell bestraft wurde, später viel weniger Aggressionen. Ein Effekt, der vor allem auf Mädchen zutraf. Mit anderen Worten, wenn wir sehen, dass andere belohnt werden, motiviert uns das nicht unbedingt dazu, ihr Verhalten zu kopieren. Wenn wir hingegen sehen, wie andere bestraft werden, kann das unsere Bereitschaft zur Nachahmung deutlich verringern. Die Tatsache, dass Bandura nachweisen konnte, dass Kinder auch durch das Beobachten anderer lernen, war ein Durchbruch in der Psychologie. Als Konsequenz aus seinen Erkenntnissen plädierten Wissenschaftler und Regierungsvertreter dafür, Gewalt in Filmen und Spielen zu verbieten. Andere meinten, die Bobo-Puppen-Studien seien keine Studien über Aggression, sondern zeigten vielmehr, dass die Kinder einfach durch den Wunsch motiviert seien, den Erwachsenen zu gefallen oder sich wie diese zu verhalten. Bandura und sein Mitautor Richard Walters definierten später 5 Kernsätze der Theorie des sozialen Lernens. Erstens, Lernen ist ein kognitiver Prozess, der sich in einem sozialen Umfeld abspielt. Zweitens, Lernen kann durch die Beobachtung eines Verhaltens und der Konsequenzen eines solchen Verhaltens erfolgen. Drittens, Lernen kann ohne eine beobachtbare Verhaltensänderung stattfinden, weil wir lernen können, ohne das Gelernte zu zeigen. Viertens, Verstärkungen spielen eine Rolle, sind aber nicht vollständig für das Lernen verantwortlich. Fünftens, Kognition, Verhalten und Umwelt beeinflussen sich gegenseitig. Ein Prozess, der als reziproker Determinismus bezeichnet wird. Bandura, der am College einen Psychologiekurs nur zum Zeitvertreib besuchte, wurde bald zu einem leidenschaftlichen Anhänger des Themas und später zu einem der meistzitierten Psychologen der Geschichte. Über die Realität sagte er, die meisten Bilder der Realität, auf die wir unser Handeln stützen, beruhen in Wirklichkeit auf stellvertretenden Erfahrungen. Was denkst du? Wie viel von dem, was du lernst, kommt von der Beobachtung anderer?
Und wenn du in Gesellschaft lernst, wer sind deine besten Lehrer? Ich fand es wahnsinnig beruhigend. Also da war jemand, der hat es ganz ruhig und sachlich erklärt. Und ich fühlte mich da total gut aufgehoben. Ich habe gedacht, okay, ich bin ab jetzt nicht mehr alleine. Da ist jemand. Dieser Kurs, wenn man das so sagen kann, passt ein bisschen auf mich auf.